heiße Hans, ich bin Pfarrer im evangelischen Jugendwerk in Württemberg und mir gefällt es, wenn jemand ohne Angst vor anderen ehrlich seine Meinung sagen kann. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag wieder anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Sie waren Kriegsgefangene, zusammengetrieben und abtransportiert in Viehwaggons in Richtung Sibirien. Und einer der Männer erzählt später über diese Reise: Es gab in der Nacht keinerlei Beleuchtung in den eiskalten Zugwaggons. Und sobald es dunkel war, verstummten alle Gespräche. Jeder saß nur still und zusammengekauert auf seinem Platz auf dem Boden. Und da fand einer von ihnen in seiner Manteltasche zwei Kerzenreste. Er hatte gar nicht mehr gewusst, dass er sie eingesteckt hatte, damals, vor Wochen, nach irgendeiner Feier. Und nun zündete er einen dieser Kerzenstummel an. Und in diesem Moment änderte sich alles in diesem Abteil. Nach und nach wandten sich die Köpfe dem Licht zu. Langsam kam das Gespräch wieder in Gang. Nach einer Weile summte sogar einer ein Lied. Doch als die Kerze wieder ausging, da wurde es wieder still. Wie wichtig war doch dieses kleine Licht. Sobald es leuchtet, ist es stärker als die große Dunkelheit, die es umgibt. Wir haben auch ein Licht. Gott selbst hat es uns gegeben. Sein Versprechen. Er gibt uns sein Wort, dass er da ist. Und Jesus sagt: Bleibt dabei, glaubt an mich und an das, was ich euch gesagt habe. Und auch wenn euer Glaube klein und unscheinbar ist wie ein Kerzenstummel, solange er brennt, macht er den entscheidenden Unterschied in der Nacht. Und übrigens, es bleibt nicht immer Nacht. Der Tag wird wieder anbrechen und es wird strahlend hell werden. Dann, wenn er, der Morgenstern, aufgehen wird.